In der Früh mag ich ein kräftigeres Aroma. Jawohl. Nachmittag, vorm Schlafengehen, auch abends nach der Arbeit, ne, gebe ich mir auch mal hier einen schönen Kaffee. Von Haar 10 in den Leitungen. Perfekt selbst gemahlen, das muss man dazu sagen. Das macht halt richtig Freude. Ich kann selbst programmieren, ich kann vorprogrammieren, dass der Kaffee halt automatisch gewählt wird. Und die Tassengröße kann ich natürlich auch vorprogrammieren. Hier zwischen 2 und 10 Tassen kann ich selbst automatisch alles einstellen. Alles automatisch. Lieber Herr Horn und liebes Publikum, nochmal, es ist die letzte Präsentation. Wir haben einen Sonderpreis bekommen. Ich habe die Präsentation 2 weitergesehen. Ich war begeistert. Ich hätte mir das Ding fast selber bestellt. Hätte es nicht irgendwas gekostet. Aber ich kriege auch nicht mehr das Muster. Ich hätte probiert, das Muster zu bekommen. Weil ich liebe diesen frischen Bohnenkaffee. Richtig. Ja, und ihr könnt es oben reinmachen. Leute, da gibt es im Aldi, im Lidl die Tüten, diese Bohnenkaffee. Es gibt bei Dallmayr, die kosten 8-9 Euro das Kilochen. Ich kann aber auch schon Filterkaffee reinmachen. Ich kann selber auch einen Filterkaffee reinmachen. Da habe ich hier oben die Möglichkeit, ganz leicht natürlich auch das Wasser nachfüllen. Das kann ich hier auch zeigen. Einen riesengroßen Wassertank mit zusätzlichen Kaffeefilter. So, jetzt habe ich ihn eingestellt. Das dauert eine Weile. Jetzt hat er selbst gewählt den Mahlgrad. Er hat selbst gesehen, wie viele Tassen ich haben möchte. Ja, und schon malt automatisch dieses Gerät, dieser Kaffee-Vollautomat, wie gesagt, mit Boah, Aroma. Das Aroma, das ist super lecker. Ist das toll. Jetzt kommt es im Übrigen in einen Permanentfilter, wo es noch kurz ruht. Braucht keine Filtertüten. Genau, und dann wird das Kaffee, das Wasser automatisch in die Glaskanne, das muss man auch dazu sagen. Da sieht man es richtig, wie der die Bohnen zieht. In die Glaskanne wird es dann noch gepumpt. Kann ich rausnehmen, weil letztendlich habe ich auch einen Tropfstopp, einen riesengroßen Wassertank und vor allem Kaffee kann ich hier zur Wunschzeit, zu jeder Tageszeit genießen. Mit Timer. Das ist leider der allerletzte Auftritt. Das ist die letzte Gourmet-Max-Show. Das heißt, jetzt bitte mitmachen, jetzt bitte einwählen. Ja. Und Preis fällt ja immer so lange, bis alle Produkte verkauft sind, liebe Zuschauer. Also, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich würde den auch für 250 Euro kaufen. Und vor allem super gearbeitet aus diesem Edelstahl. Gebürsteter Edelstahl. Das schmiegt sich ich in jede Küche Ich kann also den Stärkegrad einstellen. Richtig. Ich kann auch noch mal Mahlgrad einstellen. Ich kann ausschalten, das Mahlwerk extra noch hinzufügen. Ich kann vor allem vorprogrammieren die Zeit. Ich kann die Stunde einfach selbst wählen, das ist halt der Vorteil. Und die Tassenstärke von 2 bis 10 Tassen, das macht doch richtig Freude. Und wie gesagt, die Kaffeestärke, jetzt letzte die 3 Bohnen. Gourmet-Max-Show bitte einwählen, weil ist danach nicht mehr verfügbar. Wir haben hier einen Sonderpreis für bekommen, weil wie gesagt, Gourmet-Max ist nicht nur bei uns zu Hause, sondern auch woanders. Aber hier kriegt man es einfach günstiger. Übrigens, ich könnte also quasi morgens dann einstellen, wenn ich aufstehe, um 6, dann stelle ich um 5:50 Uhr, ist um 6 Uhr der Kaffee fertig. Ja. Und dann habe ich diesen wunderbaren Kaffee-Duft in der auch Nase. Ganz leicht zu öffnen hier oben aufgrund des Drückers. Ja. Ne? Ganz leicht komme ich hier an den Filter ran. Und ich kann es nur noch erwähnen, ich habe eine hochwertige Glaskanne dabei. Mit Warmhaltefunktion. Das muss man dazu sagen. Wie gesagt, geeignet für Kaffeebohnen und gemahlenen Kaffee. Letzter das heißt, Live-Auftritt, bitte mitmachen. Leider letzter Live-Auftritt, liebe Zuschauer, keine weitere Chance. Ist zu teuer. Liebe Leute, die fangen bei 800, 700 an bei anderen Firmen, solche Automaten. 699 Euro. Sieht super aus. Ja. Ne? Also es ist ein richtiges leistungsfähiges Gerät. Und wie schmal es gearbeitet ist. Ich finde das von... habe ich gesehen. Ich finde das von Gourmet Max richtig klasse. Ja. Ja, dass man das